seine Freilandschweine. Wir sind hier aber am Niederrhein und haben uns gedacht, das funktioniert nicht so besonders. Er hat das halt England kennengelernt, wie der halt wirklich durch Schlamm gefahren ist. Nichtsdestotrotz lag es ihm doch sehr stark am Herzen und hat sich durchgesetzt, Freilandschweine hier einzuführen bei uns in dem Betrieb. Wir hatten bei den Schweinen auch dieses Erlebnis, dass die grasen und dass sie das Gras schmatzen. Und jetzt sieht man auch, die wühlen wie verrückt in der Erde rum. Und zwar seitdem es geregnet hat. Als es trocken war, war noch immer alles relativ unberührt. Aber jetzt wühlen die auch gerne in der Erde rum und finden Wurzeln, Käfer. Denn Schweine sind keine Vegetarier. Das vergessen wir manchmal. Und hier sieht man einfach, wie sauwohl die sich hier fühlen. Ich liebe meine Schweine. Ich streichle meine Schweine, meine Rinder, meine Hühner. Und die müssen irgendwie immer einmal durch meine Hand gegangen sein, um zu wissen, dass es denen gut gegangen ist. Dann geht es nachher natürlich weiter auch in der Metzgerei. Und in der Metzgerei spüre ich einfach, mit wie viel Liebe wir die Tiere aufgezogen haben. Und das schmeckt im Prinzip unser Endverbraucher auf dem Teller. Ich finde, man muss einfach wissen, woher das Tier kommt, damit es wirklich schmeckt.